Hi, in diesem Video geht es um Designschutz im Zusammenhang mit Amazon FBA. Lukas Manko ist Profi-Seller auf Amazon und macht vor allen Dingen super Videos in seinem Kanal. Ist sehr erfolgreich mit 1000 Euro netto am Tag oder sowas Gewinn auf Amazon. Und wenn ihr seine Videos auschecken wollt, dann guckt euch seinen Kanal zum Erfolg an. Und jetzt geht es erstmal um Designs. So, jetzt geht es auch schon los mit dem ganzen Thema des Designschutzes und ich denke, am Anfang wäre vielleicht mal interessant, was ist überhaupt im Endeffekt ein Design, dass wir hier vielleicht nochmal so eine kleine Definition dafür haben. Genau, also mit einem Design, mit einem eingetragenen Design schützt man immer den visuellen Eindruck von etwas. Also irgendwelche Stühle, irgendwelche Löffel, irgendwelche Gläser oder irgendwelche Stoffmuster sind immer mit oder können alle mit Designs geschützt sein. Und da, wie man das schützt, ist, dass man einfach genau diese Abbildung, also bei dreidimensionalen Gegenständen eben von oben, unten, rechts, links, vorne, hinten und schräg oben oder so, so mit möglichst neutralen Hintergrund bei den Ämtern hinterlegt und dann hat man eben für dieses Design Schutz. Das denke ich, ist eine super Definition erstmal für das ganze Thema. Was mich jetzt natürlich als Amazon-Verkäufer interessiert, wie kann ich mich jetzt erstmal davor überhaupt schützen, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich habe ein Produkt gefunden, was mich sehr interessiert, was ich auch auf den Markt bringen möchte und ich möchte erstmal herausfinden, okay, greife ich hier eventuell in andere Designrechte ein, kann ich da überhaupt sehr detailliert selber herausfinden, ob ich das tue und wie kann man da am besten selber recherchieren erstmal? Genau, also es gibt Datenbanken, wo man selbst recherchieren kann. Die beste ist wahrscheinlich DesignView. Den Link packen wir in die Shownotes von diesem Video, ne? Ja. Den schicke ich dir zu. Da kann man eben, Designs sind alle eingeteilt in Bildklassen, ja? In Designklassen. Und wenn das Design zum Beispiel ein Elefant ist oder ein Krokodil oder weiß ich, ein Viereck oder so, dann gibt es für all diese Sachen, für all diese Designelemente gibt es Klassen. Ja? Gibt es eine Bildklasse für Elefanten, für Pinguine, für Vierecke, für Dreiecke und so weiter. Und dann muss ich eben gucken, welche Bildelemente gibt es in meinem Design und dann kann ich mir diese Bildklassen raussuchen und dann muss ich im Prinzip, und dann gucke ich, welche Länder, wenn ich nur in Deutschland anbiete, dann gucke ich mir natürlich nur Designs mit Wirkung in Deutschland an und natürlich nur Designs, die in Kraft sind. Ja? Und dann mit diesen drei Kriterien muss ich dann filtern, also einmal nach Bildklassen, nach Territorium, also wo ist es in Kraft und ob sie in Kraft sind. Und dann muss ich mir im Prinzip alle diese Designs händisch angucken. Die Computer sind leider noch nicht so weit, dass sie da so Erkennungsalgorithmen haben, was ist ähnlich, was ist nicht ähnlich. Jedenfalls verlasse ich mich da als Patentanwalt nicht drauf. Und dann kann es gut sein, dass man mal so 30.000 Designs auf einmal durchgucken muss. Und das ist schon sehr mühsam. Das kann man selbst machen. Aber als Laie hat man natürlich da wenig Erfahrung, was wird jetzt als Verletzung angesehen und was nicht. Deswegen kann man das auch einfach, auch um die Haftung abzugeben, natürlich an Profi geben. Ja? Also dass man dann sagt, weiß ich, Patentanwalt oder ein Rechtsanwalt, der sich mit Designs auskennt, mit Designrecht, dass man dem sagt, hier, bitte beurteile mal, sind bei diesen 30.000 Treffern irgendwelche Kritischen dabei? Und wenn der sagt, nö, alles gut, dann haftet er auch dafür. Ja. Genau. Das ist, denke ich, auch der wichtigste Punkt, dass man da diese Haftung braucht, dass man sowas halt so geben möchte. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich selber an so eine Recherche niemals trauen würde. Das wäre mir definitiv zu heikel und ich denke, wie du gesagt hast, bis zu 30.000 Designs teilweise. Also ich hatte mal Recherchen, wo ich nur 1.000 durchgucken musste und manche, wo ich 90.000 durchgucken musste. Also es gibt sehr unterschiedliche, zum Beispiel einen Kreis, ja, das gibt so viele Kreise Designs, ja, und Elefanten gibt es halt weniger, ja. So. Das stimmt. Ja, ich denke, so kann man ein bisschen selber recherchieren, aber ich denke, das ist auch, also für mich wäre es auf jeden Fall, wenn ich hier mir Gedanken machen würde, greife ich hier in eventuelle Designrechte aus oder auch eventuell schon was sehe oder ab und zu mal gesehen habe, was ungefähr damit in die Quere kommen kann, dann würde ich das auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, abgeben. Jetzt zum nächsten Thema. Was passiert, wenn ich jetzt mich nicht über das Thema Designrecht letztendlich informiert habe und einfach ein Produkt auf den Markt gebracht habe, schon aktiv jetzt auch verkaufe seit vielleicht ein paar Monaten und auf einmal merke, oh, ich greife hier in ein anderes Designrecht ein. Was für Konsequenzen erwarten mich letztendlich und wie schlimm ist das Ganze überhaupt? Ja. Also wenn ich das rausfinde, bevor ich abgemahnt werde oder bevor irgendwas passiert, Berechtigungsanfrage wäre jetzt die höfliche Form der Abmahnung, dann kann ich halt aktiv das steuern. Ja? Dann kann ich sagen, okay, ich greife tatsächlich in anderes Design ein. Ich habe mir irgendwie Rat beim Patentanwalt geholt und er hat gesagt, ja, wahrscheinlich greifst du da ein und das ist auch in Kraft und das wird auch aktiv benutzt von den anderen, sodass sie das wahrscheinlich durchsetzen wollen.
Dann kann man das aktiv steuern und sagen, okay, ich suche jetzt ein anderes Design, design das Produkt um und bestelle es halt bei dem Lieferanten in dieser anderen Form. Ja? Das ist der ideale Fall. Ja? Der schlechtere Fall ist, dass man abgemahnt wird oder dass man eine Berechtigungsanfrage erhält, was so die höfliche Form der Abmahnung eben ist. Und wenn man abgemahnt wird, dann kann es eben passieren natürlich, dass der Abmahner in der Sache recht hat. Ja? Also dass das Design ist in Kraft und tatsächlich macht man genau das Gleiche, was da geschützt ist. Dann weiß man schon, okay, dann kriegt man auch dann von einem seriösen Anwalt den Rat, okay, besser nicht durchfechten, der hat einfach recht, lass es sein. Und dann muss man mit dem Gegner möglichst in Verhandlung treten und dann kann man ihm sagen, hier hör zu, du hast mich abgemahnt, magst ja recht haben, ich biete dir an, dass ich unterlasse, aber den Gewinn gebe ich dir nicht raus. Ja? Warum wird der darauf eingehen, auf sowas, der andere? Ja, das Hauptziel ist ja, dass du unterlässt. Ja? Und wenn er das Hauptziel erreicht hat, dann ist er eigentlich schon ganz froh, denn man weiß nie, wie ein Gericht entscheidet. Ja? Nehmen wir an, wir haben jetzt irgendeine coole Verteidigungsstrategie vor Gericht, findet sich irgendwie rein aus dem Formalismus zum Beispiel, dass er irgendeinen Formfehler gemacht hat, dann gewinnen wir aus irgendeinem Grund. Das Risiko hat er immer. Ja? Vor Gericht ist man nie 100% sicher. Deswegen, wenn er das Risiko ausschalten kann und einfach sagt, okay, Gewinn brauche ich nicht, Hauptsache unterlässt, ist ja auch prima. Ja? Also da kann man irgendwie in die Verhandlung auch eintreten und dann irgendwie eine Lösung finden oder dass man auch abverkaufen darf, ne? Dass man sagt, okay, ich verkaufe das Produkt jetzt noch 2 Monate ab und dann unterlasse ich und dann kriegst du auch den erwirtschafteten Gewinn oder so. Irgendeine Lösung kann man da meistens verhandeln. Ja, das denke ich auch. Was mich noch ein bisschen interessiert, Theorie, also so wie ich das jetzt das Thema jetzt auch verstanden habe und auch so ein bisschen sehe, man kann sich im Prinzip ja nicht wirklich komplett damit absichern, also persönlich natürlich auch durch die eigene Recherche, dass es jetzt wirklich von diesem Produkt kein eigenes Design auf dem Markt gibt. Oder kann ich da wirklich auch durch Hilfe eines Patentanwalts dann wirklich ganz genau ausschließen, okay, dieses Produkt, das gibt es jetzt wirklich gerade gar nicht auf dem Markt, weil es gibt ja Millionen von Produkten und ich meine, wie, es ist halt schwierig da wirklich zu sagen, okay, genau. Das ist jetzt genau dieses Design und das ist dann wieder was anderes. Kann man das denn so ganz genau definieren, dann wirklich diesen Unterschied erzielen? Also zu 100% kann man, glaube ich, das Risiko nicht ausschließen. Aber es gibt vielleicht eine Beruhigung. Ja? Ein Design muss zum Anmeldetag des Designs immer neu sein. Ja? Es darf es vorher niemals irgendwo gegeben haben. Und ein Design, wenn es angemeldet wird und eingetragen wird vom Amt, wird vom Amt nicht geprüft. Ja? Das heißt, wenn man jetzt aus einem Design angegriffen wird, meiner Erfahrung nach, so in 2/3 aller Fälle, also eine relativ hohe Anzahl von Fällen, kann man irgendwo ein Design finden, was schon extrem ähnlich war vor dem Anmeldetag, wenn man halt nur lang genug recherchiert, oder was sogar genau das gleiche Design schon vorher war. Vielleicht hat er eben den Fehler gemacht und hat das Design schon vorher irgendwo gezeigt oder ein Kumpel von ihm oder so, von dem, der das Design geltend macht. Dann kann man eben das Design, was geltend gemacht wird, angreifen. Ja, also man kann dann dem Amt sagen, hier, zu, liebes Amt, schmeiß bitte das Design aus dem Register raus. Das war vor dem Anmeldetag des Designs schon bekannt. Siehe hier, Nachweis da. Und dann kann man ein sogenanntes Löschungsverfahren gegen das Design anstrengen und das Design auch wieder beseitigen, ja, wenn man angegriffen wird. Also wenn das wirklich eskaliert und man kann sich nicht einigen, dann ist eine Verteidigung, auch die Recherche nach vorigen Designs, ist natürlich aufwendig. Aber besser als wenn man ein großes Produkt hat und viel Gewinn rausgeben müsste, ist das immer noch günstiger. Ne? Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen die fortgeschrittenere Methode. Ich habe vielleicht jetzt ein eigenes Design entworfen, ein Produktdesigner. Wir haben lange an einem Produkt gearbeitet und uns hier wirklich was sehr Individuelles ausgedacht. Und das möchte ich jetzt letztendlich auch schützen, natürlich, damit ich hier diesen Schutz letztendlich davor habe. Du hast am Anfang ja auch schon mal kurz angesprochen, glaube ich, oder du hast im Gespräch davor. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dass wenn ich ein neues Design auf den Markt bringe, es einer großen Masse zeige oder allgemein Leuten publik mache, erstmal, dass ich sowieso automatisch schon einen Schutz letztendlich habe. Ja. Muss ich das dann überhaupt noch manuell nochmal schützen lassen oder ist das dadurch schon jetzt fertig und gegeben? Ja, also wenn man ein Produkt einem größeren Publikum vorstellt, hat man automatisch Schutz aus dem sogenannten nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Ein totaler Zungenbrecher und viele meiner Kollegen, selbst Fachleute im gewerblichen Rechtsschutz, so nennt man dieses Fachbereich, kennen das gar nicht und wissen gar nicht richtig, wie man das einzuschätzen hat und damit umgeht. Aber man hat tatsächlich ab der ersten Vorstellung einem größeren Publikum, zum Beispiel auf einer Messe oder wenn man auf Amazon ein Produkt anbietet, hat man, wenn das tatsächlich ein neues Design zu dem Zeitpunkt ist, 3 Jahre lang Schutz. Ja? Man hat 3 Jahre lang gegen 1:1 Nachahmer Schutz, was schon mal ein super,
super Sache ist, weil man überhaupt nichts zahlen muss und automatisch schützt wird. Ja? Und viele Produkte sind ja auch sehr kurzlebig, sodass 3 Jahre vielleicht sogar ausreichen. Ja? Mit einem eingetragenen Design hat man allerdings 25 Jahre Schutz. Ja? Also natürlich wesentlich länger. Und man hat auch etwas mehr Schutz, was jetzt ähnliche Designs angeht. Man hat einen etwas breiteren Schutz, ja, mit einem eingetragenen Design. Also es kann schon Sinn machen, ein Design richtig anzumelden, beim Amt richtig anzumelden. Das ist überhaupt nicht teuer. Ja. Wenn man jetzt in Deutschland zum Beispiel ein Design schützt, kostet das 40 Euro. Und wenn man das über einen Anwalt macht, ist das immer noch, weiß ich, irgendwo zwischen 300 und 700 Euro, würde ich sagen, würde jetzt eine Anwaltskanzlei inklusive den Amtsgebühren nehmen oder so. Also auch überschaubare Kosten, dann hat man bis zu 25 Jahre Schutz. Ja? Also wenn das jetzt wirklich ein cooles Design ist, wo man denkt, okay, das ist wahrscheinlich, wird das länger als 3 Jahre überdauern, macht es vielleicht Sinn, das auch zu schützen. Denke ich auf jeden Fall. Also es ist ja, wie du sagst, jetzt nicht so, es kostet nicht die Welt ganz ehrlich. Ja. Ich denke, wenn man sich schon die Mühe macht, eigenes Produktdesign, dann geht man da oder eigentlich sollte man auch den Weg gehen und sagen, ich lasse es jetzt auch nochmal das Design schützen, dass ich halt noch diesen breiteren Schutz habe, wie das ja auch schon. Ja, und vielleicht eine wichtige Sache, man kann mit einer Anmeldung bis zu 100 Designs schützen. Ja? Also man kriegt Mengenrabatt beim Amt als auch beim Anwalt dann. Und man hat 1 Jahr Neuheitsschonfrist. Das heißt, wenn man selbst ein Design vorstellt, dann ist das nicht schädlich für die Anmeldung, solange die Veröffentlichung, die eigene Veröffentlichung vor dem Anmeldetag innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag war. Das heißt, viele unserer Mandanten, die so gerade im Konsumgüterbereich unterwegs sind, die sehen dann eben jedes halbe Jahr oder so, gucken die dann, okay, was haben wir alles für neue Produkte designt und auf den Markt gebracht, und dann gibt es eine Sammelanmeldung. Dann werden halt, weiß ich, 50 Designs auf einmal angemeldet oder so. Also sehr interessant. Ja. Ich denke, dann haben wir das Thema auch gut und ausführlich besprochen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall hier noch zum nächsten Teil. Es geht dann nochmal um das ganze Thema der Patente. Jetzt war es erst so das Ganze mit dem Designschutz. Und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich denke, hier waren sehr viele wichtige und auch interessante Informationen drin. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, tolles Interview, denke ich. Und ja, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wenn ihr dieses Video cool fandet und spannend fandet, dann abonniert doch meinen Kanal und Fragen und Kommentare gern unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: erntet ihr eure Früchte eurer Ideen?